Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Heute mit mir. Bitte? Heute mit mir. Ja, heute mit Cedric, du kommst gleich noch. Ich glaube, wir müssten bei der 9. Folge sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Heute zu Gast der Cedric. Hallo! Den wir ja schon aus Nioh kennen. Und Halo Wars. Und Halo Wars, genau. Halo Wars hast du auch Mann gestanden, sehr schön. Diesmal hat Cedric das Zepter und darf auch direkt anfangen. Genau. Sag auch hier nochmal dazu in der Aufnahme. Wir kennen kaum was von dem Spiel, nur Dialoge. Nur Dialoge, ja, die Geschichte hast du ein bisschen mitbekommen, ne? Ja, aber nur in dieses Muttererde. Muttererde, was? Oder wie hieß das Dorf da? Mutterherz. Ah, Mutterherz. Genau. Du wirst gleich so richtig verkacken. Das finde ich gut. Weil die Steuerung ist am Anfang sowas von fucking ungewohnt. Ja, Level Up für Binär. Level 11. Wie wir doch alle auf Level 10 oder 9 starten. Ist doch geil, oder? Ich glaube, den werde ich heute oder morgen mal einstellen. War das Level-System gestern schon drin? Ja, aber gestern hat er komischerweise nichts gemacht, ne? Nein, das wundert mich gerade. Stimmt eigentlich. Oder der hat es einfach gestern noch nicht angezeigt. So, Ja. Keine Ahnung, was du machen musst. Das ist schon mal gut. Okay. Hüpfen. Gleichen. Rollen. Was macht Dreieck? Nichts. Okay. Also das ist schon mal gepult. So viel kann ich sagen. Wenn man, oder irgendwas ist in der Nähe. Warte mal, geh mal ganz kurz her. Ich will nur gucken, was wir jetzt eigentlich machen müssen. So, also das hier ist auf jeden Fall die Karte. Der Touch-Knopf. Ach genau, wir wollten ein Beckentor. Entweder wir machen die Nebenquests. Wir machen aber die Nebenquests, oder? Ja, wir machen, von mir aus. Oder? Ja, wir haben keine offen hier. Also hier müssen wir hin. Mhm. So, hier ist das Schnellmenü für Dings. Wo ist hier? Hier. Ah. Da kannst du dann unten X zum Beispiel gedrückt halten für herstellen. Mhm. Zack. Ne? Mhm. Währenddessen wird das Spiel ein bisschen angehalten. Dann. Also slowed quasi. Hier, genau. Hier ist Schleichen. Ja, das hatte ich schon aus. Wenn ein Monster kommt. Achso, warte. Kannst du mit reindrücken, das auch ein bisschen hier reindrücken, ne? Bisschen slowen. Ansonsten. Ich finde den Rest schon raus, keine Sorge. Gut, ja. Ja, Cedric ist ja nicht doof, also nicht. Du musst jetzt mal eben auf deine Karte gehen, und zwar ist es der mittlere Button, genau. Und musst das rechte da zum Tor müssen wir, genau. Da müssen wir hin, ja. Genau. Ich glaube, beim letzten Mal konnten wir sogar reiten, oder? Weiß es nicht. Dann Wegpunkt setzen mit X. Genau. Wozu? Wozu müssen wir einen Wegpunkt setzen? Weil jetzt gleich hier das auf der Karte angezeigt wird. Soll ich dir mal was sagen? Siehst du dieses goldene Ding da oben? Das wird dir schon die ganze Zeit angezeigt. Das ist von Skyrim, aber scheiß drauf, ich will das anders haben. Warum? Aus dem einfachen Grund, weswegen du auch schleißt. Ja, weil ich zu blöd bin zum Sprinten. Hm. Die Animation war cool. Und du kannst auch Eponia, kannst du auch zu dir rufen, glaube ich, ne? Ah, das mache ich mit der Dreieckkasse, okay. Ah, der Steven, der ist auch da. Unser Bodybuilder Number One. Nein, unser Viermann Vierecken Bodybuilder. Und lass mich raten, wenn das hier so glitzert, dann heißt das, da bin ich versteckt. Genau, so bist du versteckt. Das siehst du auch an dem Auge da oben. Mensch, hast du kein Skyrim gespielt? Leider nur knapp 300 Stunden. Mach weiter. Nur 300 Stunden, daran wird's liegen. Fabian, hast du das gehört? Nur 300 Stunden Skyrim. So. Dreieck alles nehmen. Dreieck bedeutet alles nehmen. Ach so, ihr Lieben. Erstens habt ihr schon die neuen Banner gesehen unten unter Twitch. Ist geil, oder? Ich habe uns auch vor für Amazon. Wie nennt man das? Affiliate? Ja. Affislinks. Ich nenne da immer Affislinks. Reflinks. Musst du ändern, ne? Weil das ist jetzt die Falle, die du setzt. Wie ändere ich das? Damit? Genau. Und jetzt einfach mit dem rechten Stick. Rechten Stick, genau. Okay. Und loslassen.
ohne unsere Unterhaltung kochen. Guckst wahrscheinlich gerade auf dem Handy zu, ne? Und kochst dabei dein Low-Carb-Gericht. Es gibt kein Zurück mehr. Und wenn du den rechten Stick reindrückst, ne? Dann komme ich kaum noch klar. Oben rechts kannst du Nahkampf machen. Alter, ich habe Skyrim als Bogenschütze gespielt, ja? Sehe ich aber nichts von. Nein? Nee, irgendwie nicht. Auf jeden Fall, was ich wegen Amazon sagen wollte, wir haben uns ja jetzt angemeldet, die brauchen so bis 4 bis 5 Tage. Und wenn wir Glück haben, dürfen wir euch auch mit Affis-Link nerven. Das heißt, ihr könnt dann auf den Link klicken, könnt eure Sachen bestellen und wir kriegen da ein paar Cents von. Und ihr habt da keine Nachteile von. Ist doch cool, oder? Endlich werden wir reich. Darauf habe ich gewartet. Ja, endlich werde ich reich. Ich hab da so viel von. Ja, dann bin ich was Besseres als ihr. Endlich. Nein, Scherz. Ihr könnt uns dann halt supporten, wenn ihr über diese... What the fuck? Was? Wenn ihr über unsere Affis-Links dann was bestellt, dann kriegen wir einen kleinen Teil. Oh, das hält ein bisschen mehr aus, das Wildschwein. Und ja, für euch wird die Ware nicht teurer. Ihr habt da wirklich keinen Nachteil von. Nur wir kriegen ein bisschen was davon halt, ne? Das heißt schon, wenn du deine Spiele in Zukunft dann bestellst, immer nur noch über diesen Rafflink. Stopp. Was? Würde ich jetzt noch nicht machen. Ich möchte erst noch was zeigen. Du kannst sie mit dem rechten Stick reindrücken. Da, so kannst du die scannen. Dann siehst du die, genau, deren Schwachstellen. Das mit den Rafflinks, das zählt natürlich für alle von euch. Jeder darf das nutzen, jeder kann das nutzen, jeder muss das nutzen. Nach oben, schau kurz nach oben, ist heilen. Ich würde nicht so weit weglaufen, weil sonst... Genau. Sean schreibt, wie gut warst du als Bogenschütze? Nicht sehr gut, oder? Wenn ich den mal spiele bei einem... Achso, wenn ich den mal spiele bei einem... Achso, okay. Achso, das sind zwei Aussagen in einem. Okay. Ja, ich bitte drum, Tobi. Ja, sind Thoras 574. Sean, ich war in Skyrim sehr guter Bogenschütze, allerdings ist der PS4-Controller ein bisschen sensibler im rechten Stick als der Xbox One-Controller. Können jetzt Nikos Ausrede nehmen und sagen, das liegt an den Bumpern, aber... Nein, es liegt an der Waffe. Fabian sagte mal, es ist eine Scheißwaffe. Die Axt ist einfach nur Scheiße. Sag es. Was? Sag es. Die Axt ist einfach nur Scheiße. Was hat das denn mit der Axt zu tun? Ich rede von dem Bogen hier. Ja, aber Fabians Aussage ist immer, die Waffe ist Scheiße. So, nein. Bei Nio. Ah, ich bin aber nicht Fabian. Was machst du denn jetzt überhaupt? Kannst du mal ein bisschen Unterhaltung bieten hier? Was ich mache, ich laufe dumm rum und versuche die... Ja, genau, du läufst dumm rum. Genau. Aber warum? Weil doch jetzt mal daran wie ein Platt. Und du wirst die ganze Zeit verfolgt, links, ja? Ich weiß, dass ich verfolgt werde, aber der ist mir scheißegal. Der steht da oben rum und guckt mich blöd an. Ja gut, dann läuft er jetzt runter und dann bist du beim Tor. Ja, das hatte ich doch gerade vor. Deswegen bin ich doch in diese Richtung gelaufen. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ja, das stimmt in der Tat. Linkapi schreibt gerade, doof, dass man bei Horizon die Gegner nicht anvisieren kann. Konnte man gerade. Ich war doch die ganze Zeit in so einem Anvisierungsmodus. Nein, zentrieren, dass du immer auf ihn gerichtet bist. War ich gerade. Okay. Das musste ich ja losmachen, wegmachen, indem ich das Schleichen los wurde, weil die Kamera sich immer wieder zum Gegner gedreht hat. Okay. Was hast du jetzt? Handeln. Achso, okay. Ich dachte, du willst vielleicht handeln. Handeln? Ja. Mit dir? Dass nee. Du endlich weitermachst? Dann mach ich halt weiter, auch in Ordnung. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Holt
Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Ja, du kannst dich aber durchfragen am besten. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Okay. Was für Gefahren? Wir wollen ja auch was von der Story mitbekommen, ne? Um sie zu nennen. Ja. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Deine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Die haben sich wie lange gekannt? 2 Minuten oder so? Andere. Keine Ahnung. Ich bin total überfordert, was da passiert ist. In der Prüfung sind ja alle gestorben. Warum? Weil die angegriffen wurden. Da ist auch ihr Vater gestorben. Wie hieß er noch? Rost? Rost. Ritter Rost. Genau. Marvin, übrigens, du hattest recht. Ritter Rost ist schon... Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste... extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder... Das ist deine Freundin nochmal. Hast du dich nicht gemeldet? Wie deine Freundin nochmal ist. Natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Dann fährst du deine Freundin. Esther. Hallo Esther, ich grüße dich. Einen schönen guten Abend, dass du da bist. Genau. Einen wunderschönen guten Abend und schön, dass du da bist. So. Das war vor Tagen. Seitdem habe ich nichts von ihr. Wann hat Esther einen Account? Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Die ist halt ein guter Supporter. Wenn jemand da draußen überlebt. Ich weiß, dass sie ab und zu guckt, aber nicht, dass sie ihren Account hat. Ach, doch, hat sie mittlerweile. Ja, Rezika. Hallo Schatz. Hallo Schatz. Verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. She's my mother. Gut, ich muss jetzt leider gehen. Wir haben deine Geschichten satt. Jetzt gehen. Denn wir wollen ja auch was sehen von der Welt. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ja, damit haben wir eine neue Hauptquest. Oh, was Lilanes. Ja, wir haben eine Modifikation gefunden, eine epische Modifikation. Das ist natürlich sehr schön. Die können wir gleich irgendwo reinhauen. Ja, ich... Ich hab beispielsweise jetzt zum Beispiel die ganze Story nicht mitgekriegt. Also ich kenne diesen Olin, von dem sie geredet hat. Aber was war jetzt genau mit dem? Was ist da weiß man halt nicht. Er hat auf jeden Fall auch so ein Gerät. Ja, das weiß ich, ja. Und man weiß aber nicht warum. Und seins scheint defekt zu sein, weil er immer
die Geräusche. Ja, das weiß ich ja. Und sie ist irgendwann gefunden worden vor dem vor der Mutter, also dieser Haupt-PC da wohl. Hm. Und keiner weiß bisher warum, deswegen war sie auch die Ausgestoßene, weil sie keine Mutter hat, die Mutterlose. Und Ritter Rost sollte sie halt aufziehen, so. Okay. Ja, das ist so im Groben und damit sie akzeptiert wird, hat sie an dieser Erprobung teilgenommen. Und bei dieser Erprobung wurden die angegriffen von so welchen mit der Maske und wollten sie haben. Okay. Und das hat was. Ja, und durch dieses Ohrding wurde sie aufgenommen. Durch den Fokus wurde sie auch aufgenommen. Das heißt, dieser Olin hat sie aufgezeichnet, damit andere sie sehen können. Okay. Ne? Und deswegen, ja. Und sie ist jetzt halt auf der Suche danach. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen korrekt erklärt. Ansonsten bitte kurz verbessern. Lohnt es sich jetzt eigentlich, die Maschinen zu killen oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Du kriegst ja XP da oben. Was ihr natürlich nicht seht, nur so einen kleinen Zipfel da oben rechts. Die XP-Leiste. Wir haben jetzt halt, Level 8. Mhm. Also bei den Gegnern kannst du wild draufhauen. So nicht. Echt? Kann ich das? Ja, jetzt Nahkampf. Es sieht fast so aus, als wäre das ein kurzes Intermezzo heute. Zack. Ja, da ist eine Modifikation, eine grüne. Mhm. Also die sind eher schwach gegen Nahkampf. Ja, sind aber viele Maschinen, weil ich auf Nahkampf geskillt habe. Ach so. Ja, du kannst ja mal ins Hauptmenü gehen. Genau, die Kartentaste. Da oben kannst du jetzt mit L und R1. Gehst du mal zum Beispiel auf Fertigkeiten. Und ich habe bisher nur auf Krieger geskillt. Aha. Und das sind sowas wie. Ja. Ne? Bauteile ab, das heißt, sie sind verwundbarer. Mhm. Und da werden wir dann auch weiterhin drin investieren. Ja, und auf Sammler natürlich, ne? Dass wir mehr Sachen mehr von Ressourcen, den Gegnern kriegen, ja. Genau. Also bist du eigentlich eher so, hau drauf. Eine Quest, soll ich die annehmen? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, was er zu sagen hat. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es lief nicht so gut. Das kommt dazu schon. Du bist verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. So kann man es natürlich auch einbauen, solche Sachen, ne? Mhm. Sollte nicht mit dir reden? Warum? Frag mal, warum? Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst.
Ja, ich weiß nicht, ob jemand an diesem Energy Interesse hat, aber... Tipp den einfach mal ein. Give it away! Assassin's... Zack. Wir hatten ja gesagt, im Unboxing... ...500 Punkte. Wen haben will, kann ich gerne haben. Wenn nicht, dann nicht. Das wäre zum Beispiel so ein Goodie, da würde ich nicht mitmachen. Wird wahrscheinlich keiner mitmachen. Oh, der Luca ist da. Hallo Luca. Ich glaube aber nicht, dass du daran teilnehmen werden können wirst, weil du keine 500 Punkte hast. Was passiert eigentlich, wenn man den auf diesen gelben Tanks schießt? Ja, das ist die Schwachstelle. Das ist die Schwachstelle. Das ist die Schwachstelle. Guck mal, sowas hat man mir nie gesagt. Einen wunderschönen guten Abend, Luca. Wie schön, dass du da bist. Heute haben wir einen neuen Gast. Diesmal nicht Fabian, so wie gestern, sondern... Cedric. Ich bin gerade ein wenig. Warum ist das Giveaway weggegangen? Hä? Er hat gerade das Giveaway beendet, warum auch immer. Angelo, heul doch! 500 Punkte, ja, dann nimm es. Wenn nicht, dann nicht. Punkt. So, wie gesagt, Giveaway ist eben gerade einfach so geschlossen, warum auch immer. Wir versuchen es jetzt nochmal. Gut. Ja, der Ankbot. Jenny, du hast es ja schon angekündigt. Und ich wollte dir nicht glauben. Dass er ab und zu mal ein bisschen spinnt. Ja. Was war das denn für ein Vieh? Ich weiß es nicht, irgendwas da unten. Muss ja irgendwas Fleischiges gewesen sein, oder? Sonst würde es ja nicht so Geräte. Da vorne, ja. Achso. Das ist ein Waschbär oder was ist das? Ein Fuchs! Dann kommt der Cedric und. Oh. Braucht man Fleisch für irgendetwas? Ja, man kann es ja mal versuchen, aber Preise bleiben. Ihr werdet später noch so viele Punkte haben, da werdet ihr sagen, komm, gib her. Und die Idee von Steven, dass man doppelt teilnehmen kann, um die Gewinnchance zu verdoppeln, finde ich gar nicht so schlecht. Dass man doppelte Punktzahl einsetzt, zum Beispiel wenn man ein Item jetzt unbedingt haben will, dass man sagt, komm, ich zahle auch die doppelte Punktzahl, um die doppelte Gewinnchance zu haben. Ich glaube, das werden wir in Zukunft dann auch einführen. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so toll. Wenn jetzt du zum Beispiel irgendeine Funko-Pop-Figur haben willst und sagst, komm, ey. Alter, wenn du One Piece-Kram hast, ne, und jemand anders gewinnt das, ne, das kommt nicht mal bis zu dir bei der Arbeit. Ich kämpfe vor der Tür, warte, bis du rauskommst, überfall dich. Frag nicht nach Sonnenschein, du. Glaube ich, ja. Ja, vielleicht, wie gesagt, das Giveaway von der Wootbox ist noch nicht zu Ende, wo es die 10... One Piece Figuren gibt. Baal sagte, auf der anderen Flussseite könne man gut Maschinen jagen. Kannst du mal auf die Karte gucken, wo du jetzt eigentlich hin musst? Oder? Ich weiß gar nicht, warum man darauf kommt, dass man da gut Maschinen jagen könnte. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was er damit meint. Ja. Dann das ist das Norajak-Gebiet. Zum Norajak-Gebiet. Warum heißt das Norajak-Gebiet? Weil da sind wahrscheinlich diese friedlebenden Maschinen mehr oder weniger und da kannst du diese Time-Attack-Prüfung machen, das hat er doch erklärt. Okay. Ja, gehen wir weiter runter. Das war auch eher ironisch gemeint. Achso. Genau. Okay, gut, dann geh da einfach mal hin. Und ja? Stirb am besten einfach direkt. Ach du. Bist nein, ich jetzt.
Ja, Luca, du musst noch ein paar Punkte dann sammeln. Aber du wolltest doch eigentlich auch noch heute wieder die eine Spardose noch wieder reintun, oder? Ja, aber das gestern war für 0 Punkte, deswegen ist ja auch eine Spardose rausgegangen. Mhm. Und im Unboxing habe ich auch erzählt, dass die 1000 kostet. Okay. Ich glaube, die wenigsten haben 1000 Punkte. Und wenn. Das ist ein Läufer. Der ist böse. Oh, der ist ja richtig böse. Was war das denn bitte? Also waren die kleinen Viecher, die ihm gerade weggerannt sind, auf jeden Fall nicht feindlich gesonnen, ne? Ja. Und die Läufer sind ja kein Problem, wenn man ihre Angriffsmuster erstmal kennt. Ein neuer Tag bricht an, was er wohl bringen wird. Und dieser Schlag hier ist richtig nice. Ja, der macht richtig Aua, ne? Ja, und der haut auch Rüstungsteile ab. Und der Stunt. Genau. Ja, Sean hat schon 1400 Punkte. Mann. Ja, und ich darf nicht sammeln heute. Hättest du auch einfach, wie gesagt, anlassen können. Und nächste Woche kann ich auch nicht sammeln. Spätschicht? Mhm. Schon wieder? Wechselschicht. Was, ich dachte, du hast eine Nachtschicht oder sowas. Nee, leider nicht. Was heißt leider? Nachtschicht ist bei uns richtig stressig. Muss sagen, der ist super weit weggelaufen. Der links ist jetzt böse, ne? Was ist der da? Oh ja, der ist böse. Hey, das hat nicht immer. Ja. Twitch-App habe ich auch gesagt, Jenny, aber will er nicht. Er hat die App nicht drauf oder so, keine Ahnung. Ich habe die App nicht. Und ich habe momentan auch kein Internet. Stirb. Mieses Mistding. Metallscherben, Lohe und was war da? Ja. Draht! Also hier kann man sich richtig gut die Metallsachen farmen. Sehe ich das richtig? Du kriegst ja überall, ne? Bei jeder Maschine. Ja, aber hier sind halt richtig viele, wenn du da mal hinten hinguckst. Ja. Ja, stimmt, hast recht. Die roten Blüten hier sind ja, glaube ich, Heilkraut. Das heißt, ich kann auch ein paar Mal getroffen werden. Die musst du jetzt auch ein bisschen einsammeln, weil der Vorrat ist fast erschöpft, den du... Woran siehst du denn den Vorrat? Da, dieser Balken unter dem Leben. Ah! Ja. Okay, dann sollte ich besser nicht weiter gegen die kämpfen, weil sonst bin ich gleich Matsche.